2019 sind 445 Fahrradfahrer in Deutschland verunglückt. Sogenannte Ghostbikes sollen am Straßenrand als Mahnmal an sie erinnern. Ghostbikes sind meines Erachtens nach eine Kunstform. Diese Kunstform ist einfach ein Mahnmal zu setzen, damit die Leute einfach darauf aufmerksam werden, das, was passiert ist. Ohne dass man jetzt einen Schuldigen sucht, sondern es geht einfach nur darum, hier ist ein Mensch gestorben. Es ist ein Mahnmal, alle wissen oder viele Leute wissen, das ist ein weißes Fahrrad, das ist ein Ghostbike. Die, die es nicht wissen, kriegen es raus, weil sie dran vorbeigehen, dann wird drüber gesprochen und so funktioniert das Ganze ganz gut. Also hier ist vor knapp einem Jahr ein Fahrradfahrer verunglückt, der kam hier lang gefahren, ist dann oder wollte da über die Felder drüber hinaus und ist dann, so wie das Auto jetzt gerade fährt, erwischt worden. Hat vermutlich nicht angehalten, man weiß es bis heute nicht, also das ist nie richtig aufgeklärt worden, das ist zumindest mein Kenntnisstand. Aber es geht ja hier nicht um Schuld, sondern es geht ja darum, dass ein Mensch gestorben ist. Und deswegen haben wir dann als Radgruppe gesagt, wir stellen hier ein Ghostbike auf, als Mahnmal, dass die Leute, die hier vorbeikommen, einfach auch nochmal so ein bisschen innehalten, auch sich das ganze Thema nochmal zu Gemüte führen und auch wissen, dass hier ein Mensch gestorben ist. Wir wollen im Endeffekt einfach nur so das Augenmerk drauf legen. Ja, dass die Menschen, wenn sie irgendwo vorbeilaufen, warum steht da ein Rad? Das stand vor 2 Wochen schon da, das stand vor 3 Wochen da. Warum ist das weiß? Das ist ungewöhnlich. Und in dem Moment sprechen sie drüber. Wenn jeder einen Schritt zurückgeht, geht die Gesellschaft, glaube ich, ganz viele Schritte nach vorne. Und das war eigentlich so der Wunsch. Wir sind auch nicht immer Engel. Wir verhalten uns nicht immer richtig. Bei uns menschelt es genauso wie bei Autofahrern auch. Aber genau da fängt ja das Wording schon an. Ja? Der Autofahrer darf kein Gegner sein, sondern er ist Verkehrsteilnehmer. Wir haben auf Fußgänger und schwächere Teilnehmer zu achten. Das sollte der Autofahrer genauso tun. Und dann ist alles schon schick. Vielleicht sollten wir da alle mal einen Gang zurückschalten und die 5 Minuten, die man schneller zu Hause ist, die reißen es nicht raus, aber 5 Minuten können ein Leben kosten.